Liebe Zuhörer, wir stehen heute auf dem Flohmarkt in Mestlin, der UNESCO Wolfsstadt. In der Leitung haben wir den gewählten Bürgermeister dieses wunderschönen Ortes. Guten Tag, Herr Frost. Herr Frost, Sie möchten heute aus gegebenem Anlass ein paar Dinge Ihrer Gemeinde mitteilen und haben dazu etwas vorbereitet. Und zwar gibt es ja einen Widerspruch gegen meine Wahl, wo natürlich Erste sagen, naja Mensch, warum startet er jetzt noch nicht? Ja, warum starten Sie noch nicht? Weil ich ja eigentlich jeden Abend mit meinem Sohnemann mit dem Fahrrad unterwegs bin, wenn man schon Punkte hat. Sie haben also Punkte in Flensburg? Ja. Und nun müssen Sie also zur Nachprüfung? Ja. Aber ist das nicht für solch einen europaweit aktiven Zaunpfosten ein ziemliches Problem? Das ist aber auch nicht schlimm, damit kann ich arbeiten. Es gibt Gerüchte, dass Sie mit Ihrem defekten Anhänger und ohne Führerschein unterwegs waren. Ist da an diesen Vorwürfen was dran, oder? Ist denn an diesen Gerüchten etwas dran? Ja, das wird auch natürlich polizeilich verfolgt. Nun wollen wir den Zuhörern gegenüber ja ehrlich sein. Sie sind nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte. Wie wollen Sie denn diese Prüfung bestehen? It was at this moment that he knew. He fucked up. Hier und da habe ich mich natürlich schon schlau gemacht. Das merkt er sich alle, schreibt sich das zu Hause auf. Und dann merken Sie sich das alles und haben das alles im Kopf? Hat er, ne? Und das wird er auch beweisen danach. Nee, auf Deutsch die Scheiße muss ich mir nicht mehr antun. Nichtsdestotrotz sind die Leute natürlich im Ort so ein bisschen verunsichert. Also, starten darf er erst, auch wenn er die Wahl gewonnen hat, auch wenn das jetzt schon durchaus ein bisschen länger her ist, er muss erst ernannt werden. Wer muss ernannt werden? Sie zum Führer? Nein, 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 nein! Sie meinen wohl eher, der Führerschein muss ausgestellt werden. Entschuldigung? Schon gut. Können Sie ja nichts für. Kommen wir zu etwas anderem, nämlich Ihren Wolfshundewanderungen. Warum gibt es die? Aufgrund dessen, dass wir halt hoch verschuldet sind. Sie sind hoch verschuldet. Das tut mir leid. Ja, also das macht schon alles Sinn, was ich vorstelle. Das heißt, ich bin mit einem richtigen Konzept angetreten. Sie sind also bald wieder schuldenfrei? Ja. Wie viel Geld können Sie denn so im Monat mit diesen Wanderungen generieren? 3.000 bis 6.000 Euro. Und toll ist halt, dass ich der bekannteste Flohmarktbetreiber in Mecklenburg-Vorpommern bin. Halt die Fresse! Definitiv nein. Nee, auf Deutsch die Scheiße muss ich mir nicht mehr antun. Okay, über Ihr armseliges Privatleben wollen wir da nicht weiter sprechen. Reden wir über Ihre zukünftige Arbeit als Bürgermeister. Was gibt es da zu sagen? Was gibt es sonst noch zu sagen? Sie müssen mir nicht alles nachplappern. Irgendjemand muss ja den Hut aufhaben. Wie gesagt, das andere, einfach mal nachgucken, wann ist man aufmerksam geworden. Meines Wissens sind viele Leute schon lange auf Sie aufmerksam geworden, weil von Ihnen noch keine Beweise für Ihr Können erbracht wurden. Hat er. Aber wie gesagt, es darf halt nicht sein, dass Herr Frost schon so ein bisschen was erreicht hat. Und was wäre das? Außer, dass Sie scheinbar selbstständig Ihre Medikation abgesetzt haben und nun ständig in der dritten Person von sich selbst sprechen. Sie wollen uns allen doch nicht erzählen, dass bei Ihnen alles in Ordnung ist? Nein, ganz ohne Mist überhaupt kein Problem. Was sagen Sie zu der Aussage fachkundiger Psychologen, die davor warnen, bestimmte Medikamente eigenständig und ohne ärztliche Begleitung abzusetzen? Alle totaler Quatsch. Und nichts anderes wurde in so einer Klarstellung quasi klargestellt, ne? Das wollen wir hier einfach mal klarstellen. Herr Frost, uns bleibt nur noch, Ihnen gute Besserung zu wünschen. Und natürlich auch viel Erfolg als frisch gewählter Bürgermeister Ihres Dorfes. Einen schönen Tag Ihnen noch. Hat er. Tschüss. Euer Thomas Frost. Euer Thomas Frost. Und selbstverständlich durfte unser Gast, Bürgermeister Frost, sich noch ein Liedchen wünschen und Leute grüßen. Leider fiel ihm niemand ein, den er grüßen möchte. Aber ein Lied, das hat er sich gewünscht. Somit liebe Grüße und weiter geht es mit unserem bunten Programm Lerne Reimen ohne zu schleimen. Viel Vergnügen. So, meine Freunde, folgt mir geschwind ins Partyland. Dort bin ich überall bekannt. Denn ich tanze mit der Gänse. Gänse mit der Gänse. Dieses Video wurde größtenteils mit KI generiert, damit die Aussagen des Herrn Frost auch einmal wahr werden.
Außerdem wurden Aussagen des Herrn Frost komplett aus dem Zusammenhang gerissen und neu zusammengesetzt, damit auch endlich einmal etwas Sinn ergibt, was er von sich gibt. In diesem Sinne... Wenn man keine Ahnung hat, dann hält man bescheiden die Schnauze. Hey, Kräuter! Hey, Kräuter!